Enjoy your watches. Enjoy your time. Reinhard hat einen meiner größten Kritikpunkte ausgeräumt. Und das zeige ich euch gleich im Video. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine außergewöhnliche Uhr, eine Marke, die sehr bekannt ist. Und zwar geht es hier, da gucken wir nochmal rein, das ist die Uhr. Es geht um Steinhardt. Steinhardt ist eine wirklich bekannte Marke, bekannt dafür, dass sie Uhren in bekannten Designs bauen. Und auch dieses Design erscheint auf den ersten Blick bekannt, aber ich komme da gleich noch drauf zurück. Normalerweise fremdele ich etwas mit Steinhardt, ihr wisst das. Aber Steinhardt hat es getan. Steinhardt hat einen meiner größten Kritikpunkte ausgeräumt. Und das zeige ich euch gleich im Video. Worum geht es hier im Einzelnen? Wir haben hier die Steinhardt Ocean 3 GMT Blue Gray Ceramic. Damit ist eigentlich auch schon so ziemlich alles gesagt, was für die Uhr wichtig ist, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Ich ziehe mal kurz die Handschuhe an, um die Uhr weiter zeigen zu können, am besten dann auch ohne Fingerabdrücke. Es ist eine Uhr aus der Ocean-Reihe. Da kommt dann aus der Ocean-Reihe, aus der Ocean-Reihe. Und da kommt dann auch das bekannte Design ins Spiel. Es ist eine Uhr mit einer dunkelblau-grauen Keramiklünette. Und es ist eine Uhr mit einem GMT-Zeiger. Sofern ist damit viel gesagt zu der Uhr. Preislich liegt sie im November, nein Quatsch, wir haben ja schon Dezember, im Dezember 23 bei 740 Euro. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42 mm, eine Bauhöhe von 12 mm. Ein Gewicht, und das ist wirklich erstaunlich leicht für ein Stahlband, aber auf das Stahlband komme ich gleich und dann erklärt sich auch das Gewicht von 147 Gramm mit ungekürztem Stahlband, hat einen Anstoß von 22 mm und ist bis 10 bar wasserdicht. 10 bar wasserdicht ist natürlich jetzt nicht das, was ich von einer Uhr, die Ocean im Namen trägt, erwarten würde. Eigentlich würde ich hier tatsächlich auch die 200 Meter Wasserdichtigkeit erwarten. Aber dafür gibt es vielleicht einen Grund. Ich komme da aber noch drauf zu sprechen. Die Zeiger und die Indizes sind mit Super Luminova BGW 9 belegt und der GMT-Zeiger ist rot mit einer weißen Spitze, wie auch der Sekundenzeiger eine weiße nachleuchtende Markierung hat. Was kann ich über diese Uhr sagen, was ihr so vielleicht noch nicht wisst oder nicht wahrgenommen habt? Es ist eine neue Uhr. Das seht ihr zum einen am Hangtag, der noch dran ist. Es ist aber auch eine neue Uhr im Steinhardt-Programm. Und was mir auf den ersten Blick aufgefallen ist, ist, dass die Uhr mit 12 mm vergleichsweise flach ist. Und es ist ein neues, ein anderes, ein etwas, wie ich finde, untypisches Steinhardt-Gehäuse.
Denn was mich bei Steinhardt immer gestört hat in der Vergangenheit, war die gerade Gehäuseform, die gerade abstehenden Hörner und damit eine für mich sehr unbequeme Trageweise. Hier hat Steinhardt massiv nachgelegt und hat jetzt eine Gehäuseform mit nach unten geschwungenen Hörnern, sodass die Uhr tatsächlich super angenehm am Arm liegt. Steinhardt, was habt ihr hier gemacht? Mein Kritikpunkt an euren Uhren wurde ausgeräumt und das finde ich für mich persönlich ziemlich gefährlich. Im Vergleich zu meiner Mark & Sons seht ihr, dass die Steinhardt bei vergleichbarer Gehäusegröße doch etwas kleiner wirkt. Ich zeige euch jetzt noch mal am Arm, wie die Steinhardt am Arm wirkt. Ich persönlich finde von den Maßen und auch von der kurzen Zeit, die ich sie am Arm hatte, ist das eine Uhr, die sich wirklich sehr angenehm trägt. Das Band ist sehr lang, deswegen kann ich euch das nur so zugehalten zeigen. Und das ist schon eine wirklich schöne Geschichte. Also nicht sehr hoch am Arm. Ihr könnt es auch von oben jetzt noch mal sehen, von der Seite. Richtig toll gemacht. Sehr, sehr angenehm und am Arm ein wirklicher Armschmeichler. Klasse. Also, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber das ist wirklich die erste Steinhardt, wo ich sagen muss, die gefällt mir am Arm aber mal so richtig gut. Da habe ich, Klammer auf, leider, Klammer zu, so gut wie nichts auszusetzen. Was gibt's denn noch zu sagen? Die Lünette ist toll gemacht. Mir gefällt es unglaublich gut, dass der Blauton sehr dunkel ist und der Grauton etwas heller. Dadurch haben wir einen schönen Kontrast. Dunkelblau für die Nachtstunden und hellgrau für die Tagstunden. Man kann das ganz gut sehen hier. Und auch der Übergang dort, wo die beiden Farben aneinanderstoßen, fällt an der Lünette nichts auf. Alles sehr sauber gearbeitet. Der Kronenschutz, wie üblich bei Steinhardt, sauber gemacht. Die Krone verschraubt sich angenehm lässig. Und jetzt schauen wir mal kurz, wie die Zeiger gesetzt sind. Ich zeige euch hier eine Uhr, die wirklich außergewöhnlich ist, von der es auch noch nicht viele Reviews gibt. Wenn ihr mehr davon sehen möchtet und es nicht verpassen wollt, wenn ich so etwas zeige, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Denn ich weiß aus einigen Gesprächen, viele von euch haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Es kostet nichts, tut nicht weh, mir hilft es und ihr verpasst kein Video mehr. Ja, einschließlich GMT-Zeiger perfekt gesetzt, nichts auszusetzen, alles im tiefgrünen Bereich, sehr schön gemacht. Und wo wir gerade dabei sind, da gucken wir uns auch noch mal die Kronenverschraubung an. Auch hier alles sauber, kein Schmutz, kein Abrieb. Ihr könnt übrigens beim Stellen sehen, dass der reguläre Stundenzeiger und auch der GMT-Zeiger mitlaufen. Und wenn ich auf die Datumsposition gehe, verstellt sich in die eine Richtung das Datum und in die andere Richtung der GMT-Zeiger. Was bedeutet, wir haben hier eine sogenannte Caller GMT. Ich mag den Ausdruck echte und unechte GMT nicht, weil für die zweite Zeitzone auf 24-Stunden-Basis, also die GMT-Anzeige, gibt es ja verschiedene Varianten, wie man sie anwenden kann. Und wenn ich
immer in meiner Heimatzeitzone bin, aber jemanden anrufen möchte, mit jemandem Kontakt aufnehmen möchte in einer anderen Zeitzone, dann bietet es sich an, schnell und einfach den GMT-Zeiger verstellen zu können. Also ich als Anrufer in meiner Heimatzeitzone möchte wissen, wann ich den Kollegen in einer anderen Zeitzone anrufen kann. Und dafür verstelle ich den GMT-Zeiger und weiß genau, jetzt ist es bei ihm 8 Uhr morgens in der hellen Zone. Ich kann also bedenkenlos anrufen. Anders verhält es sich, wenn ich reise, die sogenannte Traveler GMT. Hier möchte ich anhand des GMT-Zeigers gerne wissen, wie spät es bei mir zu Hause ist, wenn ich mich selber in einer anderen Zeitzone befinde. Dann ist es sehr hilfreich, wenn über die erste Kroneneinstellung der reguläre Stundenzeiger verstellt werden kann. Ich fliege nach Singapur, stelle den regulären Stundenzeiger 6 Stunden vor und weiß anhand des GMT-Zeigers, wie spät es in Deutschland ist. Zwei unterschiedliche Anwendungen, beide haben ihre Berechtigung. Es gibt weder das Echte noch das Unechte. Es gibt einfach zwei verschiedene Ansätze. Und hier haben wir den Caller GMT. Das heißt, ich bleibe zu Hause und stelle über die GMT-Funktion die Zeit ein, dessen, den ich anrufen muss, chatten möchte oder sonst irgendwas. Enjoy your watches, enjoy your time. Hier haben wir die Uhr, wie sie leuchtet. Sehr schön, und ihr könnt am Gehäuse sehen, an der Lichtreflexion, dass ich hier Kontrollmonitore und Akzentlicht noch angelassen habe. Trotzdem ist die Uhr wirklich gut nachts ablesbar. So, ich wollte noch was zu dem Band sagen. Wir haben hier ein vergleichsweise dünnes Stahlband, was ich persönlich sehr schön finde, weil diese dünnen Stahlbänder tragen sich nach meinem Empfinden wesentlich besser als die aufgesetzten dicken Stahlbänder. Es liegt nicht so schwer am Arm. Die Glieder sind verschraubt. Die Enden der Schrauben sehen so ein kleines bisschen aus wie Popnieten, aber wenn man ganz genau rangeht, sieht man, dass in einer Schraube jeweils ein Schlitz ist, sodass man das Band entsprechend aufschrauben kann und die entsprechende Länge einstellen kann. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich überhaupt nicht gerne in Anführungsstrichen mache bei fremden Uhren. Der Peter, der mir diese Uhr zur Verfügung gestellt hat, und zwar noch bevor er sie selber ausgepackt hat, sie kam also foliert bei mir an, hat gesagt, ich möge doch bitte, bitte etwas mit Bändern spielen und unterschiedliche Bänder an der Uhr zeigen. Er hat mir also ausdrücklich grünes Licht gegeben, an dieser Uhr Bandwechsel vorzunehmen. Ansonsten hätte ich das nicht gemacht. Ihr könnt übrigens gerade, ich habe es hier vergessen, an der Schließe ist noch der Aufkleber drauf. Also daran könnt ihr sehen, wie neu die Uhr bei mir angekommen ist. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein und werde das Band abnehmen, um dann ein neues Band anzubringen und zu zeigen, wie diese Uhr mit unterschiedlichen Bändern wirken kann. So, das hätten wir kratzerfrei erledigt.
Und ich schaue mal, was ich so an Bändern hier rausgelegt habe. Okay. Bei keinem Band ist ein Federsteg dabei. Ich habe nicht so viele 22 mm Bänder, also muss ich kurz auf die Bänder des Stahlbandes, auf die Federstege des Stahlbandes zurückgreifen. Ich habe ganz wenig Uhren, nur mit einem 22er Bandanstoß. Was viele sagen, was überhaupt nicht passt, ich sehe das aber etwas anders, ist die Frage Lederbänder an Taucheruhren. Jetzt haben wir hier eine wasserdichte GMT-Uhr, also gar keine 150-prozentige echte, in Anführungsstrichen, Taucheruhr mit 10 Bar Wasserdichtigkeit, sodass ich finde, dass hier ein Lederband durchaus zum Einsatz kommen kann. Und das möchte ich auch kurz zeigen. Jetzt haben wir hier die Uhr an einem rustikalen, etwas dickeren Lederband mit einer rot-weißen Kontrastnaht. Persönlich muss ich sagen, gefällt mir diese Kombination nicht so richtig gut, aber das wäre zumindest eine mögliche Variante. Die nächste Variante, und die halte ich einfach mal nur so dran, wäre ein Band von Eulite. Die sind ähnlich wie die Bänder von Hirsch Performance, allerdings etwas günstiger, ebenfalls außen Leder und innen drin hier Silikon, kein Kautschuk. Ich mach doch die Stege rein, sonst hält das nicht. Das passt vom Stil her schon etwas besser zu der Uhr. Aber auch hier finde ich, es stellt sich nicht wirklich eine richtige Harmonie zwischen Band und Uhr ein. Auch das ist eine Variante, die ich so womöglich nicht tragen würde. Jetzt hatten wir eben ein etwas bunteres Lederband dran. Ich werde das Ganze noch mal mit einem klein wenig neutraleren Lederband zeigen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze etwas an Charme gewinnt und etwas besser aussieht. Was ebenfalls an der Uhr bestimmt sehr gut aussehen könnte, wären Canvasbänder. So hier, das finde ich einen sehr angenehmen Kontrast, gerade auch weil die Kontrastnähte nicht farbig sind und von der Uhr ablenken. Ich packe mir das mal an den Arm, um den Eindruck am Arm auch zu zeigen. Sowas könnte ich mir in der Tat vorstellen. Das trägt sich auch sehr gut, passt sehr gut zur Uhr, macht die Uhr auch nicht höher am Arm. Das finde ich eine schöne Kombination. Und ich glaube, ich werde Peter dieses Band mitschicken, weil ich finde, dass das wirklich gut zu der Uhr passt. Ich habe noch ein schwarzes Kautschukband von Sinn hier, aber das werde ich gar nicht dran halten, denn ein schwarzes Band, das wird sich, glaube ich, jeder gut vorstellen können, wie das aussieht. Auch werde ich keine Canvas oder keine NATO oder Sudo-Bänder fest montieren, sondern nur mal hinlegen. Wer auf NATO oder Sudo-Bänder steht, dem wird diese Variante vielleicht auch gefallen, mit den zwei unterschiedlichen Grautönen, passend zur der Tag-Variante der Lünette, der Tagzone der Lünette. Aber insgesamt ist mir persönlich das deutlich zu unruhig. Und noch eine Variante mit etwas Farbe, von der ich vermute, dass das nicht funktioniert. Habe hier ein weinrot-burgunderfarbenes Canvasband. Nee, also mir persönlich gefällt es nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist eine Uhr, bei der ich tatsächlich das Stahlband komplett vorziehen würde. Ich habe also bis auf das eine Lederband, was ich euch auch gezeigt habe,
kein Band gefunden, wo ich sage, das ist wirklich jetzt der Kracher und das muss es auf jeden Fall sein. Interessant, denn oft finde ich Bänder bei Uhren, wo ich sage, das wertet die Uhr auf, das gibt ihr ein anderes Gesicht. So möchte ich das mal probieren. Ist mir hier bei dieser Uhr gar nicht so gegangen. Und das finde ich erstaunlich. So, das Stahlbad ist wieder dran. Und für mich persönlich ist das wirklich die schönste und beste Variante. Ich glaube, ich würde die Uhr immer so am Stahlband tragen. Ja, nochmal ein unglaublich herzliches Dankeschön an Peter, dass er mir diese Uhr zur Verfügung gestellt hat. Ich habe, als wir über die Uhr gesprochen haben, gesagt, ich bin nicht sicher oder ich bin kein Freund von diesen Snowflake-Zeigern. Daran hat sich auch nichts geändert. Ich bin wirklich jetzt nicht der Fan dieses Rechtecks am Zeigerende. Aber durch das Rechteck am Zeigerende, durch die unterschiedliche Form der Hörner und auch die unterschiedliche Farbgestaltung der Lünette, glaube ich sagen zu können, dass dies keine Kopie einer mir bekannten Rolex oder einer mir bekannten Tudor ist, sondern dass diese Uhr doch einige eigenständige Elemente hat, wobei das Gesamtdesign natürlich angelehnt ist an Rolex-Tudor. Nichtsdestotrotz sehe ich hier keine Kopie eines mir bekannten Modells von einer der beiden Marken. In diesem Sinne, erfreut euch an euren Uhren, erfreut euch an der Zeit, bleibt mir gewogen, freut euch auf meine nächsten Videos und bleibt gesund. Bis dahin, tschüss, euer Axel.